Herr Habeck hat ja auch gesagt, dass dieses Jahr er dann sein eigentliches Ziel auch weiter verfolgen wird, und zwar die Klimaneutralität der deutschen Industrie. Was bedeutet das dann für Unternehmen, für die deutsche Industrie? Also wie können wir uns die Zukunft Deutschlands vorstellen? Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Also ich bin der Investor und ich investiere auch in Ölkonzerne zum Beispiel, denn wir werden die Ölkonzerne noch auf Jahre hinaus brauchen. Im Zuge dieser Green New Deal und Green Tech und Klimaneutralität haben ja die Ölkonzerne in vorauseilendem Gehorsam zumindest viele von denen schon nicht mehr in Ölexploration investiert oder zu wenig. Aber Öl ist nach wie vor knapp. Der Ölbedarf steigt, insbesondere in den Schwellenländern, in China, in der Dritten Welt, aber auch in anderen Ländern. Auch die USA machen da fleißig weiter. Sprich, als Investor stört mich das erstmal nicht. Ich investiere da, wo ich Gewinnchancen sehe, wo ich nachhaltige Entwicklung sehe. Die sehe ich auch bei den Ölkonzernen. Die brauchen wir noch viele, viele Jahre. Irgendwann kann das dann mal so sein. Aber es bedeutet natürlich für deutsche Konzerne, dass es staatswirtschaftliche Eingriffe sind, also die EZB wird wahrscheinlich irgendwann Kredite direkt an Unternehmen vergeben, auch aufgrund von Klimakriterien. Das ist natürlich Planwirtschaft, das ist sozialistische Planwirtschaft par excellence, das ist Mikroplanung. Der Staat wird allmächtig, kann da willkürlich eingreifen. Man kann auch, sagen wir mal, politisch genehme Klientel bedienen. Also alles eine massive Verzerrung der Wirtschaft. Ich würde nicht über diese ganze Bürokratie eingreifen, denn letztlich ist die grüne Transformation auch viel Bürokratie, viel Sonderregelungen. Es werden Abstandsregelungen für Windkrafträder geschleift. Es werden beide Augen zugedrückt bei der Umweltverträglichkeit von Batterien für Elektroautos. Also sind viele Dinge unausgegoren, aber viele Leute verdienen natürlich viel Geld, weil es vom Staat gepusht wird und viele andere Unternehmen, die ordentliche Arbeit machen, sind benachteiligt und werden unter Umständen sogar aus dem Geschäft gedrängt. Das ist das, was passiert. Das Ganze ist unausgegoren. Es ist nicht schön. Als Investor muss ich mich da auf diejenigen Unternehmen konzentrieren, die aus meiner Sicht gut durch diese Situation kommen und mit denen sich langfristig und nachhaltig Geld verdienen lässt. Sie haben kurz Aktien angesprochen. Was sagen Sie denn zur aktuellen Leitzinsentwicklung der Zentralbanken, also auch der Europäischen Zentralbank, die ja zum Ziel haben, dass sie die Inflationsrate auf Normalwerte von 2, 3% wieder runterprügeln möchten? Ist das denn möglich? Wie weit können Sie da gehen? Die Zinsen müssen steigen, das ist klar. Sie waren viel zu lange viel zu niedrig. Ob man es jetzt nochmal anhält, weil man andere Belastungen hat und das nicht zu schnell machen will, ob man es schneller macht, das weiß ich alles nicht. Langfristig gehe ich von steigenden beziehungsweise hohen, vielleicht auch mal schwankenden Zinsen aus. In den 70er Jahren war das ja genauso. Und dann kommt eben dieses Element der Staatswirtschaft dazu. Das alles wird nicht helfen, um der Schulden Herr zu werden. Es wird Sondertilgungen geben, es wird Schuldenstreckungen geben, es wird also Schuldenschnitte, verwaltete Maßnahmen geben. Man wird einfach Schulden sozusagen parken oder kaltstellen oder die Tilgung strecken oder was auch immer. Also die Staaten werden sich da was einfallen lassen, weil es über die Zinsen alleine nicht gehen wird. Zusammen mit den nachhaltigen Eingriffen in Anführungszeichen oder Eingriffen für die Nachhaltigkeit in den Wirtschaftskreislauf ist das natürlich massive Planwirtschaft. Und auch da muss ich als Investor Unternehmen finden, die gegenüber diesen Dingen robust sind. Also ich darf meine Investitionsentscheidung jetzt nicht darauf stützen, ob die Zinsen vielleicht 1, 2% hochgehen oder runtergehen oder auch 3% hochgehen, sondern ich sollte möglichst Investments finden, die diese Szenarien, egal wie sich es jetzt genau entwickelt, gut überstehen und auch in verschiedensten Szenarien Renditen abwerfen. Wie gehen Sie dabei vor bei der Wahl Ihrer Unternehmen, also in Berücksichtigung jetzt der krisenhaften Situation? Ja, einmal ist es natürlich so, dass das Geschäftsmodell, man muss sich dann schon die Branche anschauen und sehen, wo kommen die Erträge her, was sind die Kosten, wie sieht das aus in dieser krisenhaften Situation? Eins haben wir ja schon diskutiert, das sind Öltitel, die sind eine Säule unseres Portfolios, weil eben Öl inflationsbereinigt immer noch billig ist. Einige dieser Titel haben schon 150% vom Tief von vor 2 Jahren zugelegt. Also Esso oder Exxon, Chevron sind so stark gestiegen, Total, also viele andere sind gestiegen. Aber das heißt nichts, denn Öl selber ist nach wie vor relativ billig. Man glaubt zwar nicht an der Zapfsäule oder so, aber wenn man sich die Inflation anschaut, ist es im Vergleich zu früheren Hochs immer noch relativ billig und es wird knapp bleiben.
Und deswegen ist das zum Beispiel eine Branche, wo wir investieren. Das andere sind Big Techs, die ich ja sehr kritisch sehe als Konsument, auch als Staatsbürger, weil da eine Art Überwachungskapitalismus entsteht. Aber man kommt ehrlich gesagt nicht drum rum. Ich habe auch mein Apple iPhone und würde es gerne immer mal wieder in die Ecke donnern und werde es nicht los, weil man dann doch wieder abhängt von dem Ding. Man wird ja gezwungen mittlerweile auch über die Fotoidentifikationsverfahren beim Banking, was ich für ein Unding halte. Denn ich muss eigentlich so an mein Geld kommen, ohne dass ich noch ein Gerät dafür habe. Das muss ein Staat eigentlich von der Sicherheit her leisten. Das müssen die Gesetze leisten. Das müssen die Strafverfolgungsbehörden leisten, dass an mein Zugriff ohne irgendein zusätzliches Gerät zum Konto möglich ist. Ist aber nicht in unserer jetzigen Welt so. Und deswegen sind diese Tech-Konzerne sehr mächtig. Sie sind Teil unserer Wirtschaft. Da sind wir investiert. Wir haben ja im letzten Jahr eine massive Tech-Korrektur gehabt. Von 30% bei Amazon und so weiter, sogar 50%, Meta sogar 80% in der Spitze. Auch da lagen wir richtig. Insofern, als dass wir gesagt haben, Meta nein, Netflix nein, das war immer unsere Position. Die anderen haben wir, die anderen Konzerne. Und das war genau richtig, denn da trennt sich so langsam die Spreu vom Weizen, also die dauerhaften, nachhaltigen Geschäftsmodelle von denen, die jetzt doch an ihre Grenzen stoßen, wie eben Meta, wie eben Netflix. Also das ist nach wie vor eine Branche, wenn Sie Microsoft, Amazon oder Alphabet oder sowas haben, dann dürfte das über Jahre hinaus eine vernünftige Entwicklung nehmen. Es sei denn, wir bekommen eine Änderung der Gesetze, diese Monopole werden streng reguliert, aber das würde sich auch abzeichnen. Und dann kann man ja die Unternehmen auch unter Umständen verkaufen. Aber das sehe ich im Moment nicht so, wie sich unsere Welt entwickelt. Und wenn man jetzt einfach mal vom Worst-Case-Szenario ausgehen würde und die Inflationsrate würde höher und höher gehen, was würde denn im Gegensatz am Aktienmarkt denn so passieren, wenn wir uns in Richtung Hyperinflation bewegen würden? Ja gut, Hyperinflation ist natürlich etwas, das dann die Wirtschaft insgesamt lahmlegt, auch den Aktienmarkt. Das ist dann wie Schüttelfrost. Dann haben wir einmal Fieber, dann friert es wieder, dann weiß man gar nicht mehr, was ist. Aber nehmen wir an, die Inflation bleibt auf diesem doch sehr hohen Niveau, was ja über den 70ern zum Teil ist, 7, 8, 9, 10%. Dann muss man in Aktien investiert sein, die diese Preissteigerung an die Kunden weitergeben können. Da sehe ich zum Beispiel bei Mercedes oder Luxusautos im Moment eher ein Problem. Also nicht beim absoluten Top-Segment, aber insgesamt wird es da schwierig weiterzugeben. LVMH zum Beispiel, Louis Vuitton oder Moët Hennessy oder auch Dom Perignon, das sind so die absoluten Top-Marken. Die können wahrscheinlich auch jetzt in der Inflation an ihre sehr vermögende Klientel die Preise weitergeben. Apple kann die Preise weitergeben. Also die Tech-Konzerne können die Preise weitergeben. Industrieunternehmen wird sich zeigen. Man muss sich das dann im Einzelfall anschauen. Am besten sind letztlich Unternehmen mit Preismacht beim Endkunden, also die tatsächlich beim Endkunden Preise durchsetzen können. Nestlé hat das im letzten Jahr gemacht. CEO Schneider hat einfach mal die Preise erhöht und siehe da, der Gewinn ging hoch. Also klar, die Kosten steigen, aber solange ein Unternehmen die Kosten weitergeben kann, ist alles in Ordnung. Dann macht Inflation in einem normalen Rahmen nichts, dann wird das einfach mit einkalkuliert.